Und Moment. So bin ich schon wieder. Pause vorbei und wir spielen Protoss gegen Tyranna, Drache gegen Azefitz auf der Map Wüstenoase. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und auf der Map, entsinne ich mich, habe ich schon mal voll verloren. Die Map ist relativ interessant, weil relativ anders. Die Bases sind sehr nah auf den ersten Blick beieinander. Man sieht es hier. Da ist nicht viel zwischen. Aber für Land Units sieht das schon anders aus, denn die können ich einfach hier jetzt mitten durch. Wie man sieht, ist hier sehr, sehr viel kaputt. Wie das so ist in Schlucht. Nein, du musst hier über die sehr, sehr enge Choke, die selbst schon sehr weit weg von der Mainbase ist, einmal hier rum. Hier ist übrigens erst die Natural Expansion, sehr weit weg von der Mainbase. Sowieso, eigentlich echt riesige Entfernung. Dann gehst du hier runter, runter, hier rum. Musst hier einmal komplett um die Base rum, da kann dich der Gegner die ganze Zeit beschießen. Dann gehst du die Chokes und dann bist du erst in der Base. Also im Endeffekt ist es eine ewig lange Strecke, die du laufen musst. Boah, ich bin gerade mit meinen Fingern auf dem Touchpad. Ich nehme mir den neuen Dings mit meinem Laptop auf und mein Laptop ist wie bekannt ein Rechenmonster. Oh ja. Yeah. Auf jeden Fall schneller als mein normaler Rechner und was blubst und zuckt denn da unten? Bestimmt eine tolle Party. Ist das ein Raumschiff? Ich glaube, das ist eine Satellitenzentrale. Welcher Depp ist da der Not gelandet, Idioten? Naja, gut, ist halt so. Ja, man kann den Weg übrigens auch andersrum gehen, nur falls ich es noch nicht erwähnt habe. Was haben wir noch? Ja, wir haben drei Watchtowers, mit denen man wohl die komplette Mitte überblicken kann und wahrscheinlich wie in keiner anderen Map auch nicht wirklich drumherum gehen kann. Wer alle drei Watchtowers sieht, kann Landeinheiten eigentlich nicht verfehlen. Ich glaube, selbst Flugeinheiten kommen da schwer dran vorbei. Walknoten bei Drache und die Kaserne. Nee, er geht auf Gas, interessant. Er baut noch keine Kaserne. Und das wird Drache jetzt gleich spätestens sehen. Auf den Production Tab, der ist immer ganz wichtig. So, er baut die Kaserne jetzt vorne auf und tja, mehr gibt es im Augenblick nicht zu sagen. Auch mal, Drache geht auf Gas. Mal sehen, ob er wieder auf Hetzer gehen wird. Mit Hetzern ist er jetzt ja nicht unbedingt so gut gefahren gerade. Ich wäre vielleicht eher, ja, Kolossi, weiß ich nicht. Kolossi wäre eigentlich nicht so schlecht, aber so ein MMM-Bild ist natürlich immer eine fiese Sache. Ich weiß nicht, vielleicht eher oder so. Spontan wüsste ich das jetzt auch nicht. Vielleicht auch Dark Templar. Den Dark Templar hätte Pacquiao bestimmt ein paar Probleme gehabt. Also zumindest kurzzeitig. Denn, soweit ich weiß, hat er nicht ein Raumportal, um irgendeinen Raven zu bauen. Von daher wäre der Go da schon gescheitert. Aber die hat der Drache nicht. Obwohl Drache die eigentlich ja immer gern spielt. Aber in letzter Zeit glaube ich nicht mehr. Zweite Kaserne jetzt bei Pacquiao und gucken wir mal auf die Ressourcen. Die sind bei beiden relativ low. Bezeichnet, Pacquiao hat einen Gasüberschuss. Und dann gucken wir mal auf das Income. Und das blieb bei beiden auch noch relativ gut aus. Sache ein bisschen mehr Mineralien, aber auch nur die 100. Und Gas bei beiden relativ gleich. Pacquiao's frühes Gas hat ihm also nur ein bisschen mehr Ressourcen gebracht. Den großen Vorteil im Augenblick nicht mehr. Das heißt, er hat nur einen kleinen Startvorteil. Pumpt aber im Augenblick auch hauptsächlich Marines. Und, ja, gucken wir doch einfach mal wieder drauf, was die Marines sonst noch so entgegengesetzt wird. Nicht viel, ein Berserker. Und da geht auch Pacquiao's WWF down. So wie es aussieht, geht Drache doch wieder auf Hetzer. Okay. Was du einmal kannst versauen, das kannst du ruhig wieder bauen. So ungefähr nehme ich das jetzt mal, auch wenn es ein völlig sinnloser Reim ist. Aber wenn man halb betrunken vor Müdigkeit ist, dann geht das natürlich so. Er baut hier jetzt sein Tech-Labor, benutzt das als kleines Mauerstück und ein WWF baut weiter hinten noch die Fabrik. Bin ich gespannt, vielleicht wird Pacquiao ein bisschen bunkern hier. Und ein paar Panzer aufstellen. Vielleicht würde er auch auf Hellions gehen, obwohl ich Hellions gegen Protoss nicht so effektiv finde. Vor allem nicht, wenn der Protoss hier, und das denke ich, auf Hetzer geht. Er geht auf Hetzer. Und da wird er wahrscheinlich keine Hellions bauen, aber man darf ja noch träumen. Okay. Er switcht jetzt seine Kaserne mit der Fabrik. Kann also jetzt schon gleich seine Panzer bauen. Baut einen Reaktor bei der Kaserne, wird also wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auf sau viel Marines pumpen, denn er kann mit dem Reaktor zwei Einheiten gleichzeitig in einer Kaserne bauen. Die Fabrik baut im Augenblick noch nichts. Da sehen wir, was die Ressourcen so sagen. Okay, sind bei beiden sehr low, packen immer noch mit Gasüberschuss, aber das wird er wahrscheinlich gleich brauchen, wenn er jetzt hier auf die Einheiten geht, worauf ich schätze, dass er sie geht. Und ja, einen Raumhafen baut er auch. Mal interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht mit Panzer sich ein bisschen einbunkert und gleichzeitig die Offensive dann von der Air übernehmen lässt. Hier die Royal Air Force einmal rüberschicken. Drehst Kurve kriegen. Schweigen. Roboter Frick.
Danke, Drache, dass du mich hier rettest. Roboterfabrik gebaut bei Drache. Das ist doch ein Thema, wo ich über Lea rede. Und die bauen jetzt einen Detektor. Drache will wieder mal seinen Gratis-Scout hier haben. Den finde ich doof. Wieso habe ich als Jack keinen scheiß Gratis-Scout, der irgendwie nicht zu sehen ist? Mann. Ich muss immer Overlords in den Tod schicken. Finde ich scheiße, sowas. Drache ist doof. So. Panzer auf dem Weg, wie ich es geahnt habe, wie ich es gehofft habe. Leute, ich lege mit all meinen Einschätzungen neuerdings richtig. Ist euch das mal aufgefallen? Ich bin toll, oder? So, ja, das Techlabor hat den Aufbaumodus des Panzers auch fast erforscht. Marines kommen jetzt auch fleißig. Oh, 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 ich ahne Übles. Werde ich gleich mit dem Panzer und den Marines einen kleinen Job zu machen wagen? Das finde ich jetzt natürlich auch nicht schlecht. Noch hat er nichts eingeladen. Wahrscheinlich wartet er ein bisschen, bis das Dropship und das Medivac ein bisschen mehr Energie hat, um Leute zu heilen. Denn es kann nicht nur transportieren, sondern auch heilen. Also echt eine Multifunktionseinheit. Okay, sie kann nicht kämpfen. Aber er braucht das schon. So, jetzt kommt der Drop ohne Panzer. Nur Marines. Na, interessant. Ah, okay. Ein Marine. Ah, scheinlich hat er ihn nur runtergeschickt, um den zu irgendeinem Skellnager Watchtower zu schicken. Tschetschenen. Nein, die Tschetschenen haben damit nichts zu tun. Wir haben jetzt drei Hetzer und, was haben wir nach Production Unit. Wir haben fünf Hetzer und drei Berserker und 9 Marines und zwei Panzer inzwischen. Die beide immer noch schön hinten rumstehen. So, er besetzt jetzt hier den ersten Watchtower in Shellnaga. Und ansonsten lädt er die Panzer ein. Ich bin gespannt. Kann man das überhaupt? Ich denke doch schon, oder? Ja. Zwei Panzer. Logischerweise, ein Panzer, der doppelt so groß ist wie das Medivac, passen natürlich gleich zwei Panzer rein, ohne dass man sieht. Klar, mein Gott. Chips setzen auch nicht an. So. Also, zwei Panzer drop, maybe, aber die Panzer haben keinen Support, von daher wird das ein sehr gewagtes Spiel werden. Es sei denn, es kommt noch ein zweiter Medivac und der ist dann auch nicht da. Aber er produziert ihn. Von daher, mal schauen. Beide haben sich noch nicht getraut, eine Nexus-Zweite zu bauen, was natürlich nicht verwunderlich ist, denn wie gesagt, die ist sehr weit weg von der Mainbase und alle Drops sind dann natürlich sehr effektiv. Oh, ho, 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 er baut hier die Panzer an dem Rand auf. Das ist jetzt natürlich irgendwie witzig. Kann er direkt in die Base schicken. Also diese Base, Alter, das ist ja eine richtig fiese Map, die hier ausgewählt wurde. Und Drache leider auch noch. Und Drache profitiert jetzt gerade nicht gerade von der Map, die er ausgewählt hat. Denn Drache hat ein Problem. Er kann nicht wirklich dahin. Die Hetzer werden platt geschossen von den Panzern. Und er hat halt sich durch die Medivacs, wenn er die Medivacs abschießen könnte. Aber das wird er nicht können, denn die Medivacs ziehen natürlich ab. Also er hat hier echt ein Problem. Hat ja sowieso noch Sicht durch das Radar, sieht, dass die Armee da nicht ist. Er sieht also jetzt, dass er gleich Probleme bekommen wird, aber er wird wahrscheinlich einfach gleich wieder wegdroppen. Könnte aber knapp werden, wenn die Panzer nicht kommen. Vielleicht versucht er auch einfach die Stellung zu halten, denn diese Hetzer und Infanteriekosten und Unsterbliche kommen krass verteilt an. Und das ist mal ein Riesenfehler. Ein Riesenfehler, die Armee hier so zerstückelt anzuschicken. Er wird ja den Panzer down kriegen, aber sorry Jungs. Die Armee hätte er nicht so verteilt hinschicken dürfen. Er wollte hier die schnelle Wende haben, damit seine Leute wieder produzieren können. Und verliert jetzt doch wieder alles. Und da kommen noch mehr Einheiten verteilt an. Der Unsterbliche, der hat ganz gut Stand hier, aber auch nicht lang genug. Die drei Berserker werden wohl kaum... Oh, 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 es klappt! Es klappt! Drache kann hier seinen Arsch gerade noch retten. Kann er nicht. Okay, so. Genug Joker gespielt. Das war eigentlich auch ein Joker, ne? Ach, ich kann den nicht so wieder. Er hat jetzt einfach seine Panzer von hier genommen. Ist gedroppt in die Base. Und ja, was soll Drache machen? Drache ist jetzt total am Arsch. Weil er kann sich hier jetzt ewig hin neu zurückziehen. Nein, sein zweiter Medivac geht down, aber er hat immer noch ein. Das ist ja so assig. Er kann sich jetzt hin und her und hin und her machen. Und die Armee kann da nichts gegen machen. Oh, ist die Map gemeint. Oh, und Pakyan nutzt die so gut aus. Er nutzt die einfach so unverschämt gut aus. Er stresst hier jetzt einfach mal überall rum und jetzt schießt er auch noch in die kleinen Sämlerchen, also wirklich. Und Drache kann einfach nur zugucken. Was macht Packer denn so in seiner Base? Er pumpt hier Marspanzer nach, baut jetzt auch bald die Echse. Er wird Drache jetzt einfach niederspielen. Drache ist hier die ganze Zeit beschäftigt, kann nicht richtig sammeln, kann nicht richtig kämpfen. Und wenn er diese Armee hier doch platt machen sollte, was nicht unbedingt dann... Okay, der Panzer ist jetzt down, von daher wird dieser Drop jetzt gelutscht sein. Wortwörtlich, der Drops ist gelutscht. ja, er hat ihn auf jeden Fall gelutscht. Er konnte diesen Angriff abwehren, aber was bringt es ihm? Packern hat den totalen Supply-Vorteil. Wir gucken mal. Er hat einen dreifachen Supply-Vorteil. Würde ich dazu sagen. Er hat auf jeden Fall gewonnen. Der Drop hat Drache mal klasse fertig gemacht. Vier Panzer und
Das Doppel an Marines und das gleiche an Maraudern steht bereit, um, das ist eine wesentlich größere Armee als gerade eben. Und Drache hat auf jeden Fall nicht diese Armee. Und auch nicht die Ressourcen, denn Drache ist im Augenblick mit Gas ziemlich am Ende und auch Mineralien sind nicht wirklich am Start und Pakian, wie gesagt, jetzt mit, Tendenzen. Wie sieht dieser blöde Bildschirm aus? Könnt ihr jetzt nicht verstehen? Ich verstehe es, das reicht mir völlig. Meine Kommandozentrale ist bald fertig, dann wird er, losgehen. Okay, was war das? Okay, ja, er hat's. Pakian hat gerade mal eben seinen eigenen Reaktor zerschossen. Wahrscheinlich, damit er so besser durch kann mit den Panzern, die sonst keinen Platz hätten. Tja, man sieht, er kann sich das leisten und in dem Sinne macht er das dann wohl auch. Und das Dumme ist, er hat jetzt einfach eine viel größere Armee als Drache und wird sie wahrscheinlich, wenn er da hat er Dropships? Ich sehe sie gerade. Doch, er hat einige Dropships. Er wird ja einfach das gleiche Spiel wie gerade eben nochmal machen können und Drache kann ihm einfach noch weniger entgegensetzen. Beim ersten Mal hatte Drache ja wenigstens noch die größere Armee, die er da schicken konnte, auch wenn es ihm nichts gebracht hat. Ich sag mal, es wäre anders ausgegangen, hätte Drache vielleicht hier noch zwei Hetzer gelassen, aber das konnte er natürlich schlecht, weil die Panzer sich natürlich zerschossen hätten. Also insgesamt eine verzwickte Lage für Drache. Wüsste ich jetzt auch nicht, was man so gegen machen könnte mit einer gleich starken Armee. Naja, also die Nudel ist gekocht. Der Rest der Welle ist abgewählt. Der Drop ist gelutscht, hatte ich schon. Mir fallen keine Phrasen mehr ein. Diese Go wird man hier gleich noch sehen. Wo ist der denn gerade? Da unten wartet die auf, interessant. Drache sieht das zwar alles, aber Drache wird wahrscheinlich nur weinen. Und traurig zugucken, wie Pakian hier baut und baut und pumpt und pumpt und Kaserne und Kaserne. Und Medivac und Medivac. So, jetzt war ja kein Medivac mehr. Und was baut er noch? Marines und Marauder. Panzer baut er nicht mehr, aber ich glaube, vier reichen. So, Drache macht jetzt irgendwas Gewagtes. Ich weiß noch nicht was. Er will vielleicht ein Go machen. Das kann mit der Armee aber völlig vergessen. Ja, ich hab's schon gesehen. Ja, ich hab's gesehen, so. Pack ja natürlich nicht unbedingt im Scout-Vorteil. Ich war doch schon lange kein Radar mehr gespielt, wo ich das sehe. Kommen jetzt auch ein Haufen Unsterblicher. Klar, gegen die Panzer. Nicht die schlechteste Antwort, weil Panzer mehr gegen leichte Einheiten sind. Ich muss mal gucken. Wurden ein bisschen gepatcht. Ja, die Panzer haben keinen Bonus gegen schwere Einheiten. Die Marauder zwar schon, aber, die Panzer nicht. Von daher sind die Unsterblichen mit ihren hammerdicken Schilden, sicherlich nicht so zu verachten. Die haben halt echt mal was zum Aushalten. Das ist ein echter Tank, der haut schwere Einheiten echt gut weg. Man sieht's, 50 Schaden gegen gepanzert. Panzer machen gegen leichte Einheiten 50 Schaden, ja. Also es ist schon nicht ohne, aber es ist halt nur zwei. Und wir haben 5 Panzer, 5 Medivacs und nochmal einen Haufen Marauder gegen diese zwei Unsterblichen und der Rest seiner Armee, der ist völlig egal. Ich schätze mal, er wartet einfach, dass Pakian hier losgeht. Er weiß natürlich wann, er hat seine Detektoren. Und wenn er das gemacht hat, dann wird er einfallen in seine Base wiederum. Aber, tja. Es wird wahrscheinlich so ein kleiner Go-Go geben werden. Vielleicht gar nicht die schlechteste Idee, denn Drache weiß, den Angriff von Pakian wird er nicht überleben. Auch wenn er jetzt noch seine Nexus baut. Danke für das Zeichen von, keine Ahnung wem, ich glaube mal von Bob. Oder Alex, ich weiß gar nicht, wer noch alles zuguckt. Es sind, glaube ich, einige. Filusi ist, glaube ich, auch noch dabei. Und, tja, also es wird ja darauf hinauslaufen, dass Drache gar nicht mal versuchen wird, seine Base zu verteidigen. Er wird einfach warten, bis Pakian angreift und dann gegenseitig den Push machen. Und wer zuerst bald alle Gebäude kaputt hat, hat wahrscheinlich gewonnen. Von daher schätze ich mal, dass das so läuft. So gesehen, vielleicht noch eine kleine Chance für Drache. So aber andersrum gesehen, hat Drache auch sonst auf jeden Fall verloren. Und daher denke ich, ein durchaus logischer, wenn auch verzweifelter Schritt. So, jetzt warten wir bei allen Parteien auf den Go. Drache ist von Supply her verhältnismäßig wieder ein bisschen rangekommen. 74 zu 120 ist natürlich trotzdem noch eine unüberwindbar große Unterschiedlichkeit. Und da gehen die ersten Sonden weg von dem Drache. Und ja, wir sehen noch ein paar Warp-Knoten. Dunklen Schrein, das ist doch mal schön. Dunkler Templar zu sehen. Vielleicht genau das Richtige, denn ein Raven sich momentan nicht von Pakian. Der rechnet anscheinend nicht mit viel, denn er hat eigentlich überhaupt keine Aufklärung. Nicht eine einzige Einheit, die aufklären kann. Nicht mal einen Rakentom. Doch, einen Rakentom hat er. Trotzdem, seine Armee ist völlig blind. Und so gesehen natürlich, ja, Dark Templar ganz nicht ungeschickt, denn es sind hier nur Bodeneinheiten, außer die Medivacs. Das heißt, die Dark Templar könnten da draufschnetzeln eine Zeit lang. Und Drache zieht da wirklich noch jede Einheit ab. Aber spätestens jetzt sollte Pakian, wenn er aufpasst, das sehen. Er hat's gesehen. Und jetzt hat Drache ein verschissen großes Problem, denn Pakian weiß, dass Drache nicht in seiner Base steht mit seiner Armee. Und das heißt, Pakian weiß, dass er nicht unbedingt den Job machen sollte, sondern einfach seine Armee im Platt machen. Pakian ist unvorteilhaft, unheftig, hohen Vorteil. So, was ist das denn? Ich glaube, das ist einfach eine Supply-Erhöhung. Das